Im nächsten Schritt erfolgt nun der eigentliche Klappenaustausch. Die Hauptschlagader, Aorta genannt, wird eröffnet und über diesen Zugang die verkalkte Aortenklappe herausgeschnitten. Insbesondere die Entfernung der Kalkanteile, die auf die angrenzenden Strukturen übergreifen oder sogar bis in den Herzmuskel reichen, kann sehr aufwendig sein. Da schon kleinste Partikel einen Schlaganfall verursachen können, wird nun sehr genau sämtliches lockeres Material entfernt oder ausgespült. Die freie Öffnung wird vermessen und die entsprechende Größe der Herzklappenprothese ausgewählt. Die neue Klappenprothese wird mit nicht auflösbarem Fadenmaterial eingenäht und die Hauptschlagader wieder verschlossen.